Mit dem Foto- und Videotermin geht die Arbeit mit den Pferden der Elite-Auktion in die heiße Endphase. Die Pferde sind dem Auktionsteam natürlich schon länger bekannt, denn sie wurden ja streng selektiert. Auf vielen der Youngster sitzen die Reiter dann aber zum ersten Mal, was die Sache nicht immer ganz einfach macht. Das ist wirklich nicht ganz einfach dann immer. Jetzt dieses Jahr haben wir die Videos und Fotos draußen gemacht, was natürlich wirklich schwierig war. Dann, weiß ich nicht, an dem Tag war es dann auch so ein bisschen windig und die jungen Pferde kennen dann oft auch so diese Atmosphäre draußen dann noch nicht. Somit geht die eigentliche Arbeit mit einigen der Auktionspferde nach Anlieferung erst circa 2 Wochen vor der Auktion so richtig los. Dann werden sie im Westfälischen Pferdezentrum auf die Auktion und die Zeit danach vorbereitet, um es den neuen Besitzern so einfach wie möglich zu machen. Der 1. Oktober ist der Tag der Elite-Auktion. Am Vorabend findet ab 19 Uhr die Auktionsparade statt mit einem abwechslungsreichen Programm aus Zucht, Sport und Show. Werden dann eigentlich alle Auktionspferde präsentiert? Alle Pferde gehen dann nicht. Das ist dann auch so ein bisschen oder wird davon abhängig gemacht, wie viel die Pferde vorher gegangen sind und ausprobiert worden sind. Wir wollen sie auch nicht überfordern dann so mit so einem Galaabend, weil das ist auch für die Pferde ist das schon anstrengend, dann hier auch nochmal vor so großem Publikum zu gehen und dann mit diesen verschiedenen Lichteffekten dann auch. Also das sind dann auch wirklich Pferde, die so vom Nervenkostüm dann auch abgeklärter sind dann. Viele fleißige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Westfälischen Pferdezentrums sorgen im Hintergrund dafür, dass alles läuft und die Pferde in allen Bereichen bestens in Schuss sind. Eine von ihnen ist Daniela Prinz. Sie ist schon lange dabei und kann gut beurteilen, wie sich der Allgemeinzustand der Auktionspferde im Laufe der Jahre gewandelt hat. Also da ich ja nun mal halt schon seit 12 Jahren hier bin, war das halt früher schon auffällig gegenüber jetzt. Also früher waren die halt noch nicht so wirklich in Schuss und Lack, wie man das jetzt heutzutage sagt. Aber das ist heute schon viel, viel besser geworden, sodass wir halt nicht mehr so viel Arbeit haben, außer halt den Kleinschliff noch, wie man so schön sagt, dass wir uns dann da halt drum kümmern. Aber das ist schon wesentlich besser geworden. Eine Auktionskollektion, die für jeden etwas zu bieten hat, wartet auf Sie. Und das ist ja auch das Schöne an so einer Auktion. Es ist eine Elite-Auktion. Von der Qualität her sind es schon gute, anspruchsvolle Pferde. Es sind aber trotzdem Pferde, die von jedermann zu bedienen sind. Ne? Und dann eben gut, ein Hengst ist nicht eben von jedermann zu bedienen. Da muss auch schon der passende Reiter für sein. Gerade Hengste, die so im Umfeld mit Stuten und Wallachen, da muss wirklich schon oft ein Reiter drauf, der das Ganze dann auch handhaben kann. Aber wie gesagt, es sind Pferde größer, kleiner und vom Ausbildungsstand ein bisschen weiter und eben jünger auch. Ne? Also das ist sehr durchwachsen dann auch. Ne? Und wie ist der einfachste Weg für einen Interessenten, damit er das am besten zu ihm passende Pferd findet? Das Einfachste ist immer, uns einfach zu kontaktieren, entweder Carsten Lenz, Bernd Richter oder eben mich. Und dann hat man ja meistens schon auch vielleicht eine kleine Vorauswahl getroffen, wenn man die Videos sich angeguckt hat. Wichtig ist sicherlich auch immer, aber das machen wir dann auch im persönlichen Gespräch, einmal zu wissen, was der Kunde eigentlich für ein Pferd sucht. Und dementsprechend dadurch, dass wir die Pferde ja jetzt schon über einen längeren Zeitraum kennen, wir haben sie ausgesucht, haben sie bei den Züchtern teilweise gesehen. Manche Pferde stehen jetzt auch schon länger hier in Münster-Handorf zur Ausbildung. Dadurch können wir die Pferde auch sehr gut einschätzen und versuchen und geben unser Bestes, dann auch wirklich die Pferde
auf den Kunden abzustimmen, damit der Kunde dann möglichst sein Traumpferd am Ende gefunden oder findet bei uns in Münsterhandorf.